Brüder und Schwestern, wie schon anfangs gesagt, es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten und das bedeutet, dass du noch viel zu erledigen hast. Wahrscheinlich. Die meisten von uns wollen, dass Weihnachten auch etwas Besonderes ist. Viele von uns werden auch Gäste haben oder irgendwo zu Gast sein. Wie dem auch sei, man muss sich vorbereiten. Und das ist keine schlechte Herangehensweise für Weihnachten oder für andere Feste. Man läuft aber dabei auch Gefahr, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Deswegen ist es immer wieder gut, mit der Bibel unterwegs zu sein. Und das tun wir auch in jedem Gottesdienst. Wir versuchen uns, unser Leben, ich versuche auch mein Leben, nach dem auszurichten, was Gott uns in seinen heiligen Worten als Botschaft gegeben hat. Und die erste Lesung, die wir gehört haben, ist eine freudige Nachricht darüber, was der Herr eigentlich für uns bereithält. Und ich sehe, das ist auch heutzutage ein großes Anliegen sehr vielen Menschen, das zu tun, was in dieser Lesung steht, dass man den Gefangenen die Entlassung verkündet, Gefesselten Befreiung, einen Gnadenjahr ausruft. Dass den Menschen, denen es so oft auch nicht besonders gut geht, die kleine und große Probleme haben, Erleichterung gegeben wird. Dafür sind wir auch leicht zu begeistern und das ist gut so. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, wenn man dann selber auf die Kirche schaut, dass man da große Freiheit verkündet sehr oft, also von vielen Seiten, und doch sich irgendwie unfrei macht. Also ich kenne Gemeinden, wo nach außen hin alles einfach sehr offen ist, einladend und so weiter. Aber wenn du dann in den Gottesdienst kommst, kennst du dich überhaupt nicht aus. Du weißt nicht, was da eigentlich abläuft. Und die Leute sind zwar nett, aber du gehörst nicht dazu. Wie oft ist es so? Auch in den Familien oder am Arbeitsplatz, im Bekanntenkreis. Und es ist deswegen notwendig, heute diese Botschaft sich zu Herzen zu nehmen. Nicht so sehr, um dieses Äußere jetzt irgendwie noch einmal schön zu schminken und auszuschmücken, sondern es geht darum, was dir der Herr verkünden möchte. Wo du vielleicht selber auch irgendwo geknechtet bist, wo du in einer Unfreiheit lebst. Es können auch kleine Dinge sein, die uns unfrei machen. Zum Beispiel die Überzeugung, dass man zu Weihnachten anderen tolle Geschenke machen muss. Es ist nett, aber wenn du das nicht machen würdest, würde die Welt auch nicht untergehen. Also ich möchte euch nicht entmutigen jetzt, damit keine Geschenke gemacht werden, aber wenn man es wirklich ganz kühl betrachtet, es würde die Welt nicht untergehen. Echt. Deine Familie würde daran auch nicht zerbrechen. Wenn du das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren würdest. Es kommt nicht immer auf das Geschenk an, sondern wie du diese Zeit mit anderen verbringst. Da braucht es nichts Großartiges. Es ist schön, Geschenke zu machen und Geschenke zu bekommen. Das stimmt. Aber das ist nicht alles. Und man kann sich sehr schnell unfrei machen. Oder in größeren Dingen, wenn es irgendwelche Abhängigkeiten gibt von Dingen, von Menschen, von Vorstellungen. Und der Herr möchte dir heute auch sagen, deswegen steht's in der Bibel, dass er für dich ein Gnadenjahr ausruft.
Advent ist immer der Anfang des liturgischen Jahres. Also in der Kirche ist es immer ein bisschen alles komisch und anders. Und wir beginnen immer das neue Kirchenjahr mit dem ersten Adventssonntag. Und für dieses Jahr möchte dir der Herr auch noch einmal verkünden. Es ist ein Gnadenjahr für dich. Ein Jahr, an dem du Befreiung erfahren kannst. Von all dem, was dich unfrei macht. Wo er die Fesseln auch sprengen will, die dich irgendwo binden. Es ist eine entscheidende Frage. Glaubst du das? Dass der Herr dich frei machen kann, wo du selber irgendwo unfrei bist? Glaubst du das oder hast es aufgegeben? Oder machst du dir vielleicht keine Gedanken darüber? Ist auch eine Möglichkeit. Und was du auch tust, die Welt wird sich weiterdrehen, das stimmt. Aber für deine persönliche Nachfolge ist es entscheidend. Traust du es Gott zu, dass er in deinem Leben etwas wesentlich verändern kann? Na, Gott ist nett, na, also irgendwann komme ich vielleicht in den Himmel, das ist eine gute katholische Vorgabe. Wenn ich so werde, vielleicht wie Johannes der Täufer, wie ich das Evangelium wieder gehört habe, ist mir vorgekommen, also damals gab es noch keine Kirche, wie dieses passiert ist, aber der Johannes der Täufer würde einen sehr guten Katholiken ausmachen. Also der würde einen guten Katholiken abgeben. Der ist so demütig, ja, nicht ich, das sind andere, die man loben soll. Und Jesus ist der Chef, ich bin nur so ein kleiner Knecht, uninteressant für das Weltgeschehen, stellt sich in den Hintergrund. Glaubst du an so einen Gott, der dich irgendwo in den Hintergrund stellen will? Oder glaubst du das, was in der Bibel steht, dass du wichtig bist? Nicht nur für dich selber, weil das ist ganz einfach festzustellen, wie wichtig du dir selber bist. Frag dich, wie viele Selbstgespräche, die du mit dir führst, also wie viele Gespräche mit dir selber du führst. Das sind Gedanken, die kreisen. Also die meiste Zeit an meinem Tag rede ich mit mir selber. Also irgendwie in Gedanken. Es ist schwer, das abzuschalten. Manchmal redet man mit anderen, aber das ist nicht ständig. Also wir sind uns selber sehr wichtig. Und Gott bist du noch wichtiger. Er wird alles für dich tun, damit du das erhalten kannst, was er für dich bereithält. Also noch einmal, glaubst du, dass er in deinem Leben etwas verändern kann? Also etwas Sichtbares. Nicht nur, dass es in 5 Jahren alles wieder gut wird. Ich will euch sagen, ich bin nicht so alt, aber ich habe schon vieles gesehen, wie der Herr wirklich wirkt, wo er für Sachen, die er gut findet, einfach so mehr als 1,5 Millionen Euro beschafft. Geht. Also ich habe es nicht bekommen. Ich kenne das halt. Oder wo wirklich Heilungen geschehen. Das sind keine Märchen. Wenn du glaubst, dass es Märchen sind, dann wird dein Weihnachten, es wird nett. Es ist eine nette Geschichte. Mit Jesus in der Krippe, mit dem Esel, mit dem Ochsen und so weiter, mit den Engelchen. Und da sind immer Kinder bei den Gottesdiensten, das ist so nett. Es ist nichts Schlechtes. Das gehört alles dazu. Aber es wird nicht mehr. Wenn du an einen schwachen Gott glaubst, der sich irgendwo in deinem Leben versteckt, dann ist es ein bisschen wenig. Gott kann mehr. Und du kannst ihn auch ein bisschen herausfordern.
Bitte ihn um konkrete Dinge. Also Leute, die noch in die Schule gehen, für die ist es ganz einfach, da gibt es viele Anlässe. Jede Woche gibt es eine Schularbeit, Test oder sonst was. Und nicht nur zu sagen, ja, Herr, hilf mir, ne? Sondern wirklich mit Glauben. Oder was anderes, wenn dein Auto kaputt geht und du nicht weißt, was du machen sollst. Bitte den Herrn, dass er eine Lösung für dich, also dir eine Lösung offenbart. Die hat er schon. Bitte um konkrete Dinge, nicht um irgendetwas, um Frieden in der Welt. Frieden in der Welt. Solange Menschen auf dieser Erde leben, glaube ich nicht, dass Frieden herrschen wird. Aber um Frieden in Jerusalem, um Frieden in Syrien, in Damaskus, in Westafrika, überall dort, wo Menschen leiden, das macht Sinn. Das ist konkret. Und bete mit Glauben, dann wird sich auch etwas verändern. Du wirst es auch sehen, wie es sich verändert. Der Herr möchte dir ein Gnadenjahr geben, also nicht ein Gnadenjahr, bevor du dann stirbst, sondern ein Gnadenjahr, der volle Gnade ist. Eine von vielen. Nimm dieses Geschenk wahr und empfange es aus seiner Hand. Dann wird auch nicht nur Weihnachten, sondern jeder Tag deines Lebens wirklich lebenswert. Dann werden diese kleinen, komplizierten Dinge, die es immer geben wird, dich nicht mehr daran hindern, dass du in Freiheit lebst, dass du ein Leben lebst, wie Gott es sich für dich gedacht hat.